oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin moin, servus Chrissy und hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge. Fahren wir fort. Es geht heute um eine iOS-App. Und warum habe ich gesagt, fahren wir fort? Es ist mal wieder eine wirklich, wirklich tolle Augmented Reality App. Die Rede ist von Civilizations AR von BBC. 112,1 Megabyte groß. Erfordert iOS 11.0 oder neuer oder macOS 11.0 oder neuer und somit einen Mac mit Apple M1-Chip. Gratis ist die App und bei 6 Gesamtbewertungen eine Durchschnitt-Sternebewertung von 3,7 von 5 Sternen. Und bevor ich fortfahre mit der Beschreibung der App, denke ich wieder daran, wie schön wäre es tatsächlich da dann doch eher eine AR-Brille zu haben oder irgendwas auch immer, anstatt das iPhone in den Händen halten zu müssen. Was macht die App? Putting history in your hand. The BBC's first ever augmented reality app, Civilizations AR, brings art and culture, also Kunst und Kultur, bringt die App einem zu einem von, ja, around the world. Ihr könnt halt da verschiedenste Skulpturen, Gegenstände etc. pp. Seht ihr in AR, könnt rumlaufen, wie auch immer. Manchmal sind die ziemlich groß, deswegen braucht man entsprechend Platz. Da wird auch darauf hingewiesen und vor allen Dingen natürlich einen sicheren Platz. Also im Zweifelsfall einfach die Rasenfläche, wenn ihr sowas habt in eurem heimischen Garten oder das große Wohnzimmer oder was auch immer. Sehr, sehr nett, funktioniert sehr, sehr gut und ist natürlich auch, wie die meisten AR-Apps, schon ein Akkufresser. Da muss man entweder eine davon haben mit einem großen Akku oder die Powerbank oder den Netzstecker in der Nähe. Aber das ändert nichts daran, dass Civilizations AR von der BBC einfach wirklich, wie gesagt, eine echt, echt schöne App ist. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich unselbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.